Bonnie ist auf der Suche nach Rache an Vegapunk, der Mann, der ihren Vater in einen Cyborg verwandelte und somit das Leben nahm. Jetzt in Kapitel 1072 beharrt Vegapunk darauf, dass es Kumas eigene Entscheidung war und dass er nur Bonnie beschützen wollte. Doch Vegapunk kann ihr den Grund nicht nennen, da dieser sie verletzen würde. Aber nun steht sie vor Kumas Erinnerungen und wird alles erfahren. Aber ihr tut es bereits heute. Denn jetzt möchte ich die tragische Story hinter Kuma und Bonnie näher erläutern. Eine Story so traurig, dass sie mit Ace Tod konkurrieren kann. Wie immer würde ich mich vorab über euren Support freuen. Und wenn euch das Video gefällt, liked, kommentiert und abonniert. Und jetzt, let's go mit dem Video. Fangen wir mal mit den Geschichten der beiden Charaktere an. Kuma war der König des Sorbet-Königreichs im South Blue. Laut Jinbei wird die Geschichte erzählt, dass er ein sehr tyrannischer König war und sein Volk gegen ihn rebellierte. Daraufhin startete er seine Piratenkarriere und wurde Teil der sieben Samurai der Meere. Zu einem Zeitpunkt trat er aber dann auch der Revolutionsarmee bei. Auf der Thriller Bark haben wir ihn das erste Mal gesehen, wo er Ruffy von seinen Schmerzen befreite und schon dort wirkte er nicht unbedingt böse. Später schickte er auf dem Sabaody-Archipel unsere Strohhüte auf verschiedene Inseln, wo sie 2 Jahre trainieren konnten. Während dieser 2 Jahre wurde er dann von Vegapunk zu einem Cyborg umgewandelt und verlor so seine gesamte Menschlichkeit. Nachdem er seinen letzten einprogrammierten Befehl ausführte, das Schiff der Strohhüte zu beschützen, wurde er ein Sklave der Weltaristokraten. In einer Rettungsmission von den Kommandanten der Revolutionsarmee wurde Kuma aus den Klauen der Weltaristokraten befreit und zurück ins Kamabaka Königreich gebracht, von wo dieser aber schließlich wie besessen floh auf dem Weg nach Mary Joa. Laut seinen Freunden bei den Revolutionären und auch Drury Bonnie war Kuma aber gar kein tyrannischer König, sondern ein liebevoller Mensch, der der Weltregierung die Stirn bot. Drury Bonnie war die Tochter von Kuma. Zu einem Zeitpunkt in der Story war sie wohl in den Händen der Weltregierung sowie auf Egghead Island. Sie konnte aber fliehen und wurde selbst eine Piratin der Worst Generation. Später wurde sie von Blackbeard gefangen genommen, dann aber von Aki Ino gerettet, / gefangen genommen, konnte aber dann schon wieder fliehen. Sie machte sich auf den Weg nach Egghead Island, um Vegapunk zu konfrontieren, warum dieser ihrem Vater Kuma so etwas Schreckliches angetan hat. Und ist nun kurz davor, alle Geheimnisse ihres Vaters zu lüften. Da wir aktuell auf Egghead Island viel mit dem Thema der Forschung, dem Klonen und Cyborgs konfrontiert werden, habe ich nun die Theorie, dass auch Drury Bonnie selbst ein Klon sein könnte und nicht von Big Mom, wie so die ein oder andere Theorie spricht, aber dies Ganze aufgrund einer tragischen Story von ihrem sogenannten Vater Kuma. Klone in One Piece sind ja nun nichts mehr Neues. Judge Windsmoke hatte eine ganze Armee davon. Vegapunk selbst hat Aspekte von sich selbst in 6 Körpern geklont und wer weiß, wie viele Klone in One Piece noch rumrennen. Doch wie komme ich darauf, dass es sich bei Drury Bonnie um einen Klon handeln könnte? Zuallererst haben wir das Thema mit ihrem Alter. Zwar wird sie als offiziell 24 betitelt, jedoch hatte Oda in seiner FPS, als er zu Bonnies Alter gefragt wurde, schon gesagt, dass er sich da selbst nicht sicher ist aufgrund ihrer Teufelsfrucht, mit der sie ja ihr eigenes Alter verändern kann. Das lässt Bonnie schon ein wenig seltsam wirken. Dann aber im letzten Kapitel hören wir direkt am Anfang von Vegapunk einen Satz aus der Vergangenheit. Selbst wenn die Welt dem nicht zustimmt, ich weiß, dass sie eine lebende, atmende Person ist. Ein echter, unverkennbarer Mensch. Ein Erfolg. Ich bin mir sicher, das ist ein großer Schritt in Richtung Weltfrieden. Mit der Revelation am Ende des Kapitels, dass es sich bei Stassi und dem ersten erfolgreichen Klon handelt, geht man zuerst davon aus, dass Vegapunks Satz sicherlich auf Stassi bezogen ist. Doch was, wenn dies nur eine falsche Fährte von Oda wäre? Wäre ja zumindest nicht das erste Mal. Interessanterweise sehen wir genau nach diesem Satz von Vegapunk Drury Bonnie am Boden weinend. Was also, wenn Vegapunk damit nicht Stassi, sondern Bonnie meint? Sie war zwar vielleicht nicht der erste erfolgreiche Klon, aber sie könnte dennoch einer von mehreren gewesen sein. Ein großer Aspekt ist, dass Bonnie immer hungrig ist und Massen essen kann.
Dies haben wir auch bei einem der Vegapunk-Klone namens York. Diese ist auch ständig, damit alle anderen Klone immer mit ausreichend Energie versorgt sind. Möglicherweise tut Bonnie genau dasselbe. Doch wodurch verbraucht sie so viel Energie? Dies könnte mit dem Klonen zusammenhängen. Wenn ihr euch ein wenig mit Star Wars auskennt, dort wurde der Kopfgeldjäger Jango Fett sehr oft geklont, bis daraus eine Klonarmee entstand. Diese Klone werden als kleine Embryos gezüchtet und altern schneller als ein normaler Mensch und haben diesbezüglich eine kürzere Lebensspanne. So könnte es sich auch mit den Klonen in One Piece verhalten, dass diese eben schneller altern. Dadurch haben Klone auch einen stärkeren Metabolismus, also Stoffwechsel. Dieses schnelle Altern, Wachsen und Heranreifen kostet nämlich sehr viel Energie. Und deshalb ist Bonnie ständig am Essen, nimmt zu, aber auch extrem schnell wieder ab. Doch Bonnie hat einen großen Vorteil. Und zwar ist sie im Besitz einer Teufelsfrucht, mit der sie ihr Alter verändern kann. Somit wäre sie vielleicht der einzige Klon da draußen, der nicht an dem Nebeneffekt leidet, dass sie eine kürzere Lebensdauer hat. Möglicherweise hat sogar Vegapunk selbst sie mit dieser Teufelsfrucht ausgestattet als Experiment. Ob diese Teufelsfrucht den Alterungsprozess von Klonen aufhalten könnte. Etwas, was ebenfalls dafür spricht, ist die Tatsache, dass sie sowohl bei der Weltregierung als auch auf Egghead Island schon mal war. Aber wofür? Natürlich war sie schon mal auf Egghead, wenn sie ein Klon war, da sie dort vermutlich erschaffen worden ist. Und bei der Weltregierung könnte sie vermutlich gewesen sein, weil sie sie genauso wie auch Stassi bei der Cypherpol haben wollten. Beides würde auch erklären, wieso sie wohl so viel Freiraum hatte dort, damit sie fliegen konnte. Denn niemand flieht einfach so aus Mary Joa, vor allem nicht, wenn sie eingesperrt gewesen wäre. Doch von wem könnte sie denn ein Klon sein? Und hier kommen Kumas Erinnerungen ins Spiel. Was, wenn sie der Klon von Kumas Frau ist? Immerhin, Kuma war der König des Sorbet-Königreichs. Bonnie selbst hat sich als Königin-Witwe in Mary Joa verwandelt und wurde hereingelassen. Dies lässt uns vermuten, dass die Weltregierung zumindest über eine Frau von Kuma Bescheid weiß und sie somit wohl auch tatsächlich existiert oder zumindest existiert hat. Was mir aber immer seltsam vorkam, dass niemand erkannt hat, dass es sich bei Bonnie nicht um die echte Königin gehalten hatte. Klar, wir dachten, sie wäre die Tochter der Königin, aber selbst ein Kind, wenn es älter wird, sieht nicht unbedingt 1:1 aus wie seine Elternteile. So hätte irgendwer schon bemerken können, dass Bonnie nicht die echte Königin ist. Doch wenn sie natürlich ein Klon wäre von dieser Königin, ist es ja klar, warum sie 1:1 gleich aussieht. Doch wieso existiert denn ein Klon von Kumas Frau? Und hier möchte ich auf die Hintergrundgeschichte von Kuma näher eingehen. Kuma war ja scheinbar ein gütiger König und lehnte sich, soweit wir wissen, gegen die Weltregierung auf. Was, wenn zu einem Punkt in der Story seine Frau verstorben ist? Möglicherweise lehnte er sich dann stärker gegen die Weltregierung auf oder fing da erst an. Daraufhin wurde er von der Weltregierung gefangen genommen und sollte eigentlich ewig eingesperrt oder zum Tode verurteilt werden. Kuma selbst sagte aber mal, er wäre von einer speziellen Rasse und war diesbezüglich interessant für Vegapunk, der Kuma vor einem möglichen Tod rettete, indem er ihn als sein Versuchskaninchen aufnahm. Wie wir wissen, kannte Vegapunk auch Dragon. Vielleicht ist so Kuma auch zu den Revolutionären gekommen. Zu einem gewissen Zeitpunkt in der Story gestattete die Weltregierung ihm den Titel eines der 7 Samurai der Meere. Möglicherweise im Austausch dafür, dass sie das Sorbet-Königreich in Ruhe lassen. Während einer der Untersuchungen fand Vegapunk heraus, dass Kuma Sachen wie zum Beispiel Schmerz greifbar machen könne und fragte sich, ob dies auch mit Erinnerungen gehen würde. Wie wir wissen, machten sie das Experiment, denn immerhin haben wir im letzten Kapitel eine riesige Tatzenblase gesehen, in der Bonnie sagte, wären Kumas Erinnerungen drinnen. Vegapunk selbst sah Kumas Erinnerungen, seinen Struggle mit der Weltregierung, seine tote Frau und konnte seinen Schmerz mitfühlen. Da sagte Vegapunk, dass er seine Frau für ihn klonen könne. Und so machte es Vegapunk dann auch. Aber wie beim Klonprozess üblich, war dieser Klon ein Baby. So konnte Kuma sie nicht lieben wie seine Frau, aber dafür wie seine Tochter. Doch dass Bonnie ein Klon seiner Frau war, hielt Kuma immer vor ihr geheim. Vielleicht war der Deal mit der Weltregierung auch gar nicht, dass sie das Sorbet-Königreich in Ruhe lassen, sondern Bonnie einfach nichts antun. Wenn Bonnie ein Klon wäre, würde es auch erklären, warum Akainu so besorgt war, dass sie wieder geflüchtet war.
Denn niemand sollte hinter das Geheimnis des Klonens kommen. Denn die Weltregierung möchte diese Macht für sich selbst. Zudem ist die Teufelsfrucht von Bonnie interessant für die Weltregierung. Möchte man Theorien Glauben schenken, dass Imu und die Gorosei mehrere hundert Jahre alt sind, könnte sie das Geheimnis sein, wie das funktioniert. Es erklärt auch, warum Kuma nicht will, dass Bonnie davon erfährt. Denn zum einen würde sie dann erfahren, dass sie kein echter Mensch ist, dass sie nicht die Tochter von Kuma ist. Und das würde sie schwer verletzen. Doch was macht Kuma nun? Möglicherweise hat Vegapunk noch eine Mission in sein Hirn platziert. Vielleicht will er Mary Joa mit sich selbst in die Luft jagen. Vielleicht gibt es auf Mary Joa aber auch eine Art Klonapparat. Und Kuma möchte verhindern, dass noch mehr Klone wie Bonnie oder Stassi entstehen. Zwei kleine Nebenfakten, die ich interessant fand. Stassi ist ja ebenfalls ein Klon. Und laut Dufeld ist sie wohl älter, als sie aussieht. Auch ein Aspekt mit dem verwirrenden Alter, wie wir es auch bei Bonnie haben. Zudem hat Bonnie extreme Angst vor Insekten. In dem Kirby-Spiel Kirby Planet Robobot gibt es einen Klon von Kirbys Erzrivalen König DDD, welcher ebenfalls eine große Angst vor Insekten hat. Und gerade im letzten Kapitel mit ihrer Fähigkeit Distorted Future, wo sie ihre Bodybuilding-Form bekommt mit ihrem Rohr, erinnert sie ein wenig an den ebenfalls bufften König DDD mit seinem Hammer. Was haltet ihr von meiner kleinen Theorie? Schreibt mir eure Kommentare dazu fleißig unten rein und vergesst nicht, liked, kommentiert und abonniert. Wenn ihr mehr meine Gedanken zum letzten Kapitel wissen möchtet, dann schaut euch meinen letzten Livestream an und folgt mir fleißig auf Twitch und seid nächstes Mal einfach live dabei. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Sayonara.